Hallihallo, ihr lieben Zuschauer da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Resident Evil Revelations 2. Und ja, wir sind jetzt im Teil 3, also im Video 3 von der Episode 1. Und ja, die haben vorhin was gesehen. Ich habe es auch gesehen, kurzzeitig, also in der letzten Folge. Haben Sie was gesehen? Ich habe es auch gesehen, aber nur kurzzeitig. Ich habe es nicht richtig erkannt. Es sah aus wie eine Frau oder irgendwas. Keine Ahnung. Wollen wir uns mal überraschen lassen, was die da so gesehen haben. Ich weiß nicht, nehme ich Pumpe oder nee, was ist denn effizienter? Pumpe oder Pistole? Hier habe ich bloß zwei Schuss, ne? Ach du Scheibenkleister. Oh weh. Wer zum Henker zitiert Gedichte? Habt ihr Angst? Ihr könnt es mir sagen. Sprecht mit mir. Was hat das zu bedeuten? Die Armreife wechseln ihre Farbe als Reaktion auf Furcht. Und wer genau sind Sie? Mit uns oder zu uns? Habt ihr das jetzt verstanden, was sie gesagt hat? Ich weiß es nicht. Gefangenlagerkarte. Boah, was ist das denn? Die Karte bringt mir nicht viel. Die ist zwar schlank wie eine 1, aber verschlossen. Hier scheint's rauszugehen. Okay, da fehlt ein Zahnrad. Wir müssen nach einem Zahnrad suchen. Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen. Gemäß der Anweisung des Direktors habe ich die feuerspeiende Büste was vor den Ausgang montiert. Die Flammen sind, dass die das Ding ausspuckt, sind echt kein Witz. Selbst wenn mehrere der Experimente gleichzeitig ausbrechen sollten, werden die alle weggebrutzelt. Kein Zweifel, Durchgang untersagt. So viel zum Thema Ausbruchsversuche. Okay. Okay, das war jetzt nochmal. Wie kommen wir dann hier raus? Alter, das sind doch irgendwelche Waffen. Mit dir, ich muss jetzt hier irgendwas aktivieren. Musst du irgendwo einen Aufzug des Kafkas in der Strafkolonie. Der Reisende unterbrach ihn. Er erkennt sein eigenes Urteil nicht. Nein, sagte der Offizier wieder, stockte dann einen Augenblick, als verlange er vom Reisenden eine nähere Begründung seiner Frage und sagte dann, es wäre nutzlos, es ihm zu verkünden. Er erfährt es auf seinem Leib.
Okay. Gehört hier gerade irgendwie nicht schlau. Oh, sieht gemütlich aus. Ja, hätte gern eins zu Hause. Schau dir diese Vorrichtung an. Da steckt etwas fest. Stromzufuhr. Es funktioniert nicht. Der Strom ist wohl aus. Vielleicht gibt's einen Schalter. Das sieht aus wie ein Stromkasten, oder? Objekt Bildschirm öffnen. Habe ich ihn jetzt gefunden? Verbandsmittel. Stoppt Blutungen und heilt Wunden, auch vom Partner benutzbar. Teilebox. Werkbank. Sie können Ihre Waffen an der Werkbank verbessern und austauschen. Verbessern. Sie können Spezialteile, die Sie eingesammelt haben, an Waffen ausrüsten oder entfernen. C. Austauschen. Sie können die Waffen, die Sie mit sich tragen, mit dem gelagerten Waffen austauschen. Das ist wie so ein Spind, wa? Schadenstufe 1. Okay. Waffe verbessern. Schadenstufe 1. Okay. Hab ich? Ich hätte aber auch gerne... Kann ich die A verbessern? Nee. Doch schon, aber ich habe nicht nochmal so eine Verbesserung, so eine Schadenstufe. Oh. Wo geht's denn hier lang? Oh. Okay, abgeschlossen. Okay, runterfallen kannst du schon mal nicht von der Leiter, das ist schon mal gut. Moira, ich werde dich stützen. Schau, ob du hochklettern kannst. Okay. Wo bleibst du denn? Einige Kisten müssen erst aufgeschlossen werden. Bewegen Sie den Cursor, um den Entriegelungspunkt zu finden. Die Position des Entriegelungspunkts können Sie anhand der Farbe des Cursors und der Vibration des Controllers ermitteln. Sie erhalten einen Hinweis, aber nur bei der ersten Kiste. Ich habe keinen Controller, also wird es ja wohl auch... Manchmal gibt es mehrere Entriegelungspunkte, versuchen Sie alle zu finden. Ah, okay. Okay. Scheitern wir jetzt hier eine Kiste aufzumachen oder was? Ey, das ist ja wie Zahnraten. Okay, also ich glaube, ich hab's jetzt. Da ist rot. Thank you.
Wir haben es geschafft. Pistolen, Munitionshalter. Alles klar, also wir steuern auf jeden Fall die zwei immer mal so ein bisschen durcheinander. Vielleicht finden wir draußen jemanden, der uns hilft. Oh, Batterie leer. Oder was? Okay, wollen wir mal gucken. Holla, die Waldfee, hier geht's schon wieder los. Ist verschlossen. Ich will doch nur hier raus. Ja, ich auch. Wird wahrscheinlich aber nicht so einfach werden, hier rauszukommen. Einen Schritt nach dem anderen. Wie viel Pistolenmunition habe ich denn jetzt? Boah. Wäre es vielleicht besser, wir nehmen die Pistole wieder. Denn hier drin gemacht, hier ist nichts rein, gar nichts ist in dem Raum, ne? Brief des Gefangenen auf Russisch. Liebe Mami, weiß nicht, ob du das hier lesen wirst, aber ich brauche dich. Sie nennen uns Experimente. Sie foltern uns jeden Tag. Jeden Tag. Wofür habe ich das verdient? Warum passiert das? Es tut so weh. Jeden Tag habe ich Angst, was als nächstes passiert. Mami, bitte, bitte, hilf mir. Ja, ich bin zwar nicht deine Mami, aber okay. So, ihr Lieben. Sind wir schon wieder? Nee, wir sind noch nicht so weit, glaub. Nee, kurz vor drei Viertel erst. Was?
Alter, hau der mir voll auf den Dates, die Sau. Alter. Klappert doch noch irgendwas rum. Lass erstmal die hier nehmen, die ein bisschen rumgucken. Ich kann mir hier irgendwo was Nützliches rumblinzeln. Da kommen wir rein. Okay, nehmen wir die andere wieder. Oh je, lass das Licht an. Auszug des Kafkas. Der Prozess, da das Tor zum Gesetz offen steht, wie immer und der Türhüter beiseite tritt, bückt sich der Mann, um durch das Tor in das Innere zu sehen. Als der Türhüter das merkt, lacht er und sagt: Wenn es dich so lockt, versuche es doch, trotz meinem Verbot hineinzugehen. Merke aber, ich bin mächtig und ich bin nur der unterste Türhüter. Von Saal zu Saal stehen aber Türhüter, einer mächtiger als der andere. Alles klar. Zwar kein Plan, was das bedeuten oder heißen soll. Da hinten ist irgendwas. Brauche Hilfe. Brecheisen, jetzt geht's. Brauche Hilfe. Ja. Also es ist ja schwerer, wie ich dachte, mit dem ah, fast. Heilebox. Zweitwaffe werfen, Shift und gedrückt halten. Okay, alles klar. Mehr noch mehr rumstehen. Sieht nicht so aus. So, hier ging es aber ohne weiter. Hier ging es ohne weiter. Ah, hier liegt was. Madame. Ja, leuchten. Was ist denn das? Pistolenmuni, okay. Pistolenmuni haben wir gut eigentlich. Komm her, wir kommen von da. Ich frage mich, wo wir hin müssen. Waren wir hier schon drin? Hab ich das schon gelesen? Nee. Vorsichtsregeln für Experimente. Die Sensoren, mit denen die Experimente ausgestattet wurden, messen die Adrenalin- und
Noradrenalinspiegel, um die Furcht zu berechnen. Die Testperson empfindet, was? Die Farben ändern sich entsprechend. Grün normal, orange beunruhigend, rot blinkend, Furcht, rot Mutation. Ab mal. Solle der Sensor einer Testperson zu rot wechseln, ist sie bereits in der Mutationsphase. Erschießen Sie dann umgehend. Okay. Okay, also das Band, was wir tragen, wenn das rot blinkt, so wie ich es mitbekommen habe, nochmal Pistolenmuni, okay. Also wenn das Band rot blinkt, ah, von hier kamen wir doch, ne? Wir müssen hier mal gucken, ob wir hier irgendwie runterkommen. Ach du heiliger Strohsack, jetzt sind wir wieder. Alter! Ach, sowas wie ein Endgegner, wa? Ich weiß aber jetzt auch nicht, wo wir hier sind. Okay. Oh, hier gibt's ja was Feines. Ein Schlüssel. Alter, jetzt haben wir aber keine Muni mehr für die Waffe. Bist du verletzt? Geht's dir gut? Hä, wo ich das sehe, weiß ich immer noch halt. Wer ist das?
Bestimmt gleich raus, die Sau. Ja, gibt's aber nichts mehr. Oh, macht der eigentlich Spuke. Schaltzentrale. Freuung, Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel bekommen, aber fragt sich jetzt, ach, die ist bestimmt. Der Schlüssel ist bestimmt. Das ist Zahnrad. Oder? Ah, das Zahnrad kriege ich erst, wenn ich das Ding hier in Gang bringe, oder was? Scheinbar. Moment. Hä? Puh. Wo war die Tür jetzt? Ich weiß es nicht. Hier waren wir doch vorhin schon gewesen. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Wie ich auf die andere Seite komme, weiß ich jetzt aber nicht. Puh, keine Ahnung. Leider müssen wir hier auch schon wieder ein Folgenbäuschen machen. Ich weiß jetzt gerade absolut nicht, wo ich hinlaufen muss. Ich habe zwar einen Schlüssel, aber ich habe keine Ahnung, wo der hinpassen soll. Komme mir jetzt gerade ein bisschen blöd vor. Wir haben wieder Schrotmunition. War nicht viel, aber immerhin etwas. So, ich bedanke mich erstmal wieder fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben oder lasst einen Kommentar da. Ich würde mich freuen, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt oder auch mehr Spiele auf meinem Kanal sehen wollt. Hinterlasst einfach mal ein Abo bzw. abonniert mich und dann verpasst ihr auch nichts mehr von meinen Videos. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, euer TheKleiner2010. Tschüssi!